Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Ihrem Micknauf Daily. Ja, schauen wir mal zurück auf die letzte Börsenwoche. Das war die letzte Woche im Juli und wir müssen fairerweise dazu sagen, der Juli war durchaus ein guter Börsenmonat, auch wenn man nicht unbedingt den Eindruck dazu gehabt hat. Vor allen Dingen die letzte Woche war ja sehr, sehr stark. Da haben wir zwei auslösende Momente gehabt. Ad 1 natürlich Fed-Chef Jerome Powell, der zwar die Zinsen angehoben hat um 0,75 Prozentpunkte, aber auch klar hat zu erkennen geben, dass er halt eben, wie gesagt, nicht unbedingt einen Zinsanhebungswillen um des Willen hat. Er wird ähnlich wie Christine Lagarde dementsprechend jetzt auch datenabhängig entscheiden. Heißt also, man schaut sich die Konjunkturdaten natürlich ganz, ganz genau an. Da vor allen Dingen natürlich den Arbeitsmarktbericht, aber natürlich vor allen Dingen die Inflationsquote, die ja in Amerika mittlerweile bei 9,1% angekommen ist. Dass die Konsumentenlaune da klar natürlich genauso wie bei uns hier in Deutschland, in Europa im Keller liegt, das sollte natürlich umso verständlicher sein. Was nicht heißt, dass es nicht zu einer weiteren Zinsanhebung im September kommen könnte. Der Leitzins aktuell in den Vereinigten Staaten bei 2,25 bis 2,5%. Aber wie gesagt, man will nicht auf Teufel komm raus anheben, sondern wie gesagt, die Datenlage wichtig, wobei wir schon fast bei dieser Woche sind, denn am Freitag bekommen wir die Arbeitsmarktdaten aus den Vereinigten Staaten, auf die nicht nur die Analysten, die Marktbeobachter, Börsianer ein Auge schmeißen werden, sondern sicherlich auch Fed-Chef Jerome Powell. Also er hat zumindest hier ein wenig Mut gemacht und Mut gemacht haben auch Zahlen, gerade bei den großen Tech-Giganten, bei Amazon und vor allen Dingen bei Apple. Also da muss man sagen, da hat man ordentlich Geld verdient. Gerade bei Amazon Q2 Umsatz 121,2 Milliarden US-Dollar und bei Apple stiegen die Erlöse allein um 2% auf 83 Milliarden Dollar. Und das bei Apple, die ja durchaus auch mit Lieferengpässen, sprich Lieferkettenproblemen und der galoppierenden Inflation nun zu leben haben. Da dünkt es ja manch einen, dass die Konsumenten eher Zurückhaltung wahren lassen bei dem Kauf eines neuen iPhones. Aber das scheint tatsächlich nicht der Fall zu sein. Vor allen Dingen das iPhone war der Umsatztreiber bei Apple aus Cupertino. Also das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass wir zum Wochenschluss tatsächlich steigende Kurse bekommen haben. Der Dow hat eben bei 32.845 Punkten, ja, das waren fast nochmal 1%, die er draufgelegt hat, und der S&P 500 sogar über der Marke von 4.000 bei 4.130, 1,4% hat man letztlich hier zulegen können. Ja, und wenn wir den Juli mal genauer betrachten, dann hat der Dow Jones allein im Juli 6,7% zulegen können und der S&P 500 sogar 9,1%. Also durchaus ein positiver Monat. Klar, dass da natürlich auch die europäischen Börsen, vor allen Dingen unser DAX, ordentlich gestärkt waren am Freitag. Ja, und da ging es dann halt eben auch 1,5% höher beim Leitindex bei 13.484 Punkte raus aus dem Handel. Aber wir hatten sogar die 13.500er im Tagesverlauf nicht nur im Visier, sondern lagen da bei 13.515. Auch der DAX auf Monatssicht immerhin 5,4% an Boden gut gemacht. Aber man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, die Daten, die wir bekommen haben vom Institut GfK, das heißt also, wenn es um den Konsum geht, die Konsumlaune geht, da liegen die Zahlen natürlich ähnlich im Keller wie halt eben beim IFO Geschäftsklimaindex. Auch der so tief wie seit der Erhebung nicht mehr. Also das darf man natürlich nicht außen vor lassen. Umso wichtiger ist es natürlich auch, sich diese Woche klar natürlich mit den Konjunkturdaten zu beschäftigen. Haben wir auch Ängste und Befürchtungen, dass halt eben ohne Russland
russisches Gas tatsächlich eine Rezession in Deutschland, Europa unausweichlich sein könnte. Es geht natürlich hier verständlich um die Entwicklung der Wirtschaft durch die Gaslieferungen. Und da haben wir natürlich nach wie vor viele, viele Unsicherheiten im Markt. Also da darf man drauf gespannt sein, was die aktuelle Ampelkoalition hier für Deutschland beschließt. Zudem hat eben dann auch noch zum Ende der letzten Woche die Verbraucherpreise kamen, die Verbraucherstatistik der EU. Ja, und die haben mittlerweile auch festgestellt, im Juli 8,9% den Anstieg, den man hier vermelden musste. Schauen wir direkt mal auf das, was diese Woche an Zahlen voransteht. Und das ist jede Menge, vor allen Dingen 15 Unternehmen alleine aus dem DAX, aus dem Leitindex, die werden diese Woche präsentieren. Da haben wir zum Beispiel dann mit Fresenius Medical Care, die haben ja letzte Woche schon vorläufige Zahlen präsentiert und da war der Ausblick überhaupt nicht gut. Beide Aktien ordentlich in den Keller geraucht. Dann haben wir diese Woche noch Zahlen von Covestro, von Symrise, aber auch von Vonovia, Siemens Healthineers, BMW und Infineon. Ja, und am Donnerstag dann Zalando, Merck, Bayer, Adidas und Beiersdorf. Ja, Adidas hat auch schon vermelden müssen, Einbrüche durch halt eben das Thema Corona-Pandemie in Asien, in China. Das drückt, das drängt auf Ergebnis und auf Umsatz. Ja, und dann bekommen wir noch Zahlen von Beiersdorf, der Deutschen Post und der Allianz. Ja, und das am Freitag, also zum Wochenausklang. Und da, wie gesagt, der Arbeitsmarktbericht aus den Vereinigten Staaten, der noch ansteht. Also, wir hätten natürlich die Kraft, wenn wir gute Unternehmenszahlen diese Woche haben, tatsächlich noch ein bisschen weiter nach oben zu klettern im Leitindex, im DAX. Aber wie gesagt, über allem schwebt natürlich der Krieg in der Ukraine und das Thema Gaslieferungen als sogenanntes Damoklesschwert. Wir sehen uns dementsprechend am Mittwoch wieder. Ich werde dann über die ersten Zahlenwerke natürlich vom DAX her berichten.